I'd like to welcome you all to Sapphire 2015 in Orlando, Florida. Welcome to Sapphire, everybody. Awesome. Thank you, Jose. More and more applications are built on the SAP HANA platform. Ja, wir freuen uns wieder auf der Sapphire zu sein mit vielen Projekten rund um die In-Memory-Datenbank und Technologie von den verschiedenen Lehrstühlen. Da geht es einmal um Auswertung von Wirtschaftsdaten und damit bestimmten Beziehungen herstellen. Es geht darum, von Daten, die im Web gewonnen wurden, automatisch Metadaten zu erzeugen. Ja, wir stellen heute unser Lead-Generation-Projekt vor. Da geht es quasi darum, wie man aus sozialen Medien produktrelevante Posts herausfinden kann. Das heißt, wir gucken, ob ein Post quasi eine Nachfrage darstellt und versuchen das dann mit den Produktmaterialien der Unternehmen abzugleichen, damit wir genau die Leute in den sozialen Medien finden, die für das Unternehmen wirklich relevant sind und die dann wirklich auch das Produkt kaufen würden. Wir zeigen hier auf der Sapphire 2015 unsere Softwarelagekarten, mit denen wir versuchen, die Softwareentwicklungsprozesse ein bisschen zu vereinfachen. I'm here at the Sapphire this year to present the SOMAS project, which is a system we have built in cooperation with the Helmholtz Center for Infectious Diseases to support people in Nigeria to contain outbreaks of infectious diseases. Die Sapphire führt natürlich auch zu Verbindungen. Also es kommen viele Besucher. Wir unsererseits besuchen Firmen, Institutionen. Die kommen mit Fragen, könnt ihr uns in dem Projekt helfen oder wie seid ihr überhaupt organisiert? Das ist anregend. Man kann feststellen, ob das vorbereitete Material, was dann zur Vorstellung der Projekte erarbeitet wurde, ob das auch greift, ob man die richtigen Fragen provoziert. Also das ist lehrreich und ich glaube, jeder Einzelne fährt hier weg mit ganz wichtigen Eindrücken für sein späteres berufliches Leben. Und es ist schon faszinierend, hier bei so einem riesigen Event dabei zu sein.